Was ist der Herr? Ja, mein lieben Jörn, yes! Willkommen zu einem neuen Vlog, der mit meinem Arsch anfängt. Wir haben diesen Zettel bekommen und werden ihn gleich professionell übersetzen lassen. Es ist extrem spannend und ich würde gerne wissen, warum hat dieser Mann uns angeschrien? Wir sind gerade eben fast von einem schwedischen Mann verprügelt worden. Der hat uns diesen Zettel gegeben. Dieser Mann war so sauer, der hat uns so gehasst. Tobi hat mich wirklich aufgeweckt gefühlt und meinte so, ja, yeah, Bro, fahr das Auto hier weg, weil der hat die Tür zugeschlagen und diesen Zettel gegeben, wo nur schwedische Sachen drauf. Wir haben 2 Minuten Zeit, um abzuhauen, Digga. Dann stand er so vor der Tür, hat die so nochmal zugeknallt. Ja, vor allem, der hat die Tür so auf und zu gemacht. Er macht die Tür auf und zu, ich dachte, der sticht mich gleich ab. War so mad, vor allen Dingen meint er so, yo, das ist nur für PKWs. Ich guck ihn und ich denk mir so, hä, Bro, bist du lost? Wir fahren einen PKW, nur einen großen. Wir sind offiziell kein Wohnmobil, also, fuck you, guy. Das alles und viel mehr erfahrt ihr gleich. Und wer dieser Mann ist, das auch. Yo, mein lieben Jungs. Alter, wir haben unser Van umgebaut. Digga, putzig geworden. Jetzt wild. Wir sind jetzt bei Julia im Apartment und dürfen netterweise unsere Sachen aufladen, Internet benutzen, alles schnorren. Sie hat gesagt, ich bin zu Hause, Bro. Sie hat nicht gesagt. Digga, kann man nirgendwo mit hinnehmen, den Jungen, Alter, wirklich. Ja, werden hier kurz Sachen rechargen und alles und sie hat gleich noch ein CSGO-Match sogar, weil sie ist actually CSGO-Profi, so wie Tobi und ich. Some angry man came to our car, shouted at us and gagged this to us. What does it say? Is it bad? Did he like printed it himself and was like fucking late? This is official? Is this official or is this so like some random guy coming at us and... This doesn't look official. Like this picture is so weird as well, like this guy. And he just came at our door and opened it and was like, you gotta leave, like you got 2 minutes time. I think this is printed from the web, like from a website where so that's nothing about official. Traffic safety. Uh-huh. No, it's only printed and probably it's like their pictures on the website, you know? Because it says like, cars plus one under parking sign, what's the rules? And then there's like the rules about parking, only normal like so this guy has turned on his computer, printed it out and handed it over to us in full Swedish. Yeah. It was in the windshield. He put the door open and screamed at me. Really? He said that? Yeah. Digga, der hat den kompletten Ball kaputt gemacht. Das ist von einem anderen Hund. Junge. Digga, dieser Hund ist so dumm, wirklich. Guck ihn dir an. Baba Boy. Es gibt eine saubere Situation. Wir sitzen hier. Sie hat gerade ein offizielles CSGO-Match. Ein Liga-Match. Ein Liga-ECA-Match. Ja, ECA heißt das in Fachjargon. Das steht für European Australian Sex Architects. Und sie spielt gerade und sie ist fucking insane. Also ich meine, sonst wäre es auch nicht ihr Job. Aber ich sag mal so gut wie ich. Ist sie auf jeden Fall. Und wir haben alle Duftkerzen im ganzen Haus angemacht. Und es riecht einfach nur noch nach Duftkerzen. Und der Tobi, das Ganze. Eine Minute Rede. Ja. Und mir das ganze Glas Gummi wäschen. Wo ist Akari? Der ist tot. Guten Morgen in alter Camper-Manier. Geht's mal wieder zu Max. Ich bin viel zu schwer dafür. Dem Ehrenbruder, der die geilsten Veggie-Burger der ganzen Welt hat. Ich schwöre, ich komme nicht drauf klar, wie geil das ist. Wir haben gestern Tobis Geburtstag noch relativ ausgiebig gefeiert. Wir sind auch jetzt erst um 1 Uhr gerade unterwegs. Wir waren, glaube ich, relativ besoffen. Grüße an Julia, die uns hat alles laden lassen und so weiter und so fort. Und jetzt erstmal Zeit für was Geiles zu essen. Bro, wo hast du Bock? I would like to have one menu with the crispy... I will take you order in just a minute. Okay. Und sag den Hallo. Digga, das Korb bekommt von Max-Mitarbeiterin. Digga, ich hab so Bock da drauf, Alter. Leute, ich schwöre, ihr glaubt gar nicht, wie befriedigend das ist, bei einem Fastfood-Imbiss decent vegan und vegetarian food zu bekommen. Das ist fucking insane. Das ist so scuffed in Deutschland, Alter. Ich rede die ganze Zeit wie Papa Platze. I love you, baby. Digga, this shit got me so wild, like. Alles vegetarisch. Fühlt sich dann veganisch zu sein. Mir fehlen wichtige Nährstoffe für mein Gehirn. Aber schon länger. So, meine lieben Freunde, wir fahren jetzt zusammen nach Oskarsham, nachdem wir gerade richtig gut gegessen haben. Dicker, ich glaube, ich bin ehrlich, ich habe doch leichten Kater, würde ich fast schon sagen. Also ich bin safe nüchtern, aber ich habe irgendwie, glaube ich, gestern gefühlt zu viel Wein und Schott zueinander getrunken. Oh, Achtung. Oh, oh. Vielleicht könnt ihr uns ja sagen, was hier los war. Polizeikontrolle. Das ist crazy, weil die Mama von Julia hat gesagt, dass heute ist viel
gepudelt wird. Also dann, wir fahren nach Oskarsham. Wird gut, wird nice. Wir machen da Wäsche. Camping. Wasser auffüllen müssten wir eigentlich auch nochmal, ne? Bisschen einkaufen müssen wir. Und dann geht's hoch Richtung Jönköping. Und Jönköping ist es, glaube ich, Jönköping. Ich weiß nicht, hast du überhaupt Stockholm, Bro? Sei mal ehrlich. Mir egal. Also ich würde Stockholm einfach nur machen, weil da ein fetter Acne-Store ist. Ich stehe einfach mitten drin in der Wasserrutsche. Das ist der Sommer in Schweden. Oh ja! Ich fahr gleich gegen den Baum. Nein. Sagt euch, wie es ist. Irgendwas ist mit der Kani wenig los. Also von der einen auf der anderen Minute. Ach, schaut euch einfach selber an. Was ist dein Problem? Wir reden jetzt. Was willst du? Pizza Margarita, Doppelkäse, Mais geschnitten mit einer kleinen Knoblauchsoße. Was ist dein Problem? Da ist wieder der Stinkekönig drauf, die Kante. Hast du gerade gehört, wie er mich genannt hat? Okay, cool. Warte. Ich geh mal. Wiederhol das nochmal, sag das nochmal. Der schmeckt scheiße. Du kleiner, dreckiger Schwanzlutscher, pass mal auf. Was willst du von mir? Was willst du, hä? Willst du, dass ich mich neben dich setze? Soll ich mich hier hinsetzen und damit du kuscheln kannst oder was? Ja? Willst du das? Oh. Möchtest du losgemacht werden? Musst du kacken? Musst du pissen? Was willst du? Beides, Mann. Sag's möchtest du was trinken? Komm, hier, ich geb dir was zu trinken, komm. Hier. Trink etwas, komm. Das wird deine Laune aufheitern. Jetzt muss ich den Arschritzen-Käserand essen. Was soll das? Gut, du kleiner Retard. Du willst jetzt noch draußen, ja? Hier ist die Natur. Oh, oh, hier ist ein Wildschwein. Oh, Pippi. Der Pippi-Mann. Oha, voll viel. Komm her, komm. Mach dein Geschäft, los. Zeig mir, was du drauf hast. Na ja, Leute, das ist so dumm. Ich habe gerade wirklich eine halbe Stunde gefühlt damit verbracht, nach einem Waschsalon zu suchen, Alter. Weil wenn ich Laundromat eingebe, dann werde ich zu einem Aldi geführt. Wenn ich Zwettcenter oder Zwettservice eingebe, dann bringt es mich in eine andere Stadt. Digga, ist es wirklich so ein Ding, dass hier jeder Schwede eine eigene Waschmaschine hat? Wie dekadent. Also wir sind jetzt in einer kleinen Stadt, die heißt, die haben sogar ein Pasta-Köket. Tobi, hier gibt es ein Pasta-Köket. Weißt du, was ich meine? Das sieht absolut nicht geil aus. Da werden wir später essen. Wir haben jetzt irgendeine shady Adresse von Yelp rausgesucht. Fahren jetzt dahin, hoffen, dass wir da waschen können. Und wenn nicht, dann nehme ich meine Axt und... Ja, genau so ein Ding wird das dann. Leute, jetzt mal. Wir fahren gerade nach Schweden in die Wildnis und ich muss mal ganz kurz hier sagen, dass diese kleinen Häuser hier, auch wenn, also es war ja wirklich eine richtige Scheißflur drin, ne? Es war wirklich absolut räudig. Da oder? Ist einfach nur ein Klo drin. Da ist mehr also nicht. Wirklich, das ist einfach nur eine Toilette. Absolut Müll. Aber es ist immer noch geiler als Wildkacken. Ja. Wisst ihr, wenn man mal so ein bisschen diesen Lifestyle appreciated, ne, ein bisschen lebt, dann appreciated man viel mehr. Toilette ist so eine geile Erfindung, Alter. Ich würde sagen, einfach mal eins in die Kommentare und einen Daumen nach oben, wenn ihr Toiletten genauso gut findet wie wir. Und wenn ihr Toiletten nicht so gut findet, dann. Verpiss doch! Alles Gute. Hey Leute, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Aber sieht hier so krank. Böse aus einfach. Es sieht ja wirklich aus, als würden wir gerade in die Hölle fahren, Digga. Ja, jedenfalls, glaube ich, müssen wir uns auf Regenwetter einstellen. Was auch natürlich nicht schlimm ist, weil Tobi und ich wollten heute Abend eh bei Gewitter im See schwimmen gehen, ne? Wir fahren jetzt wirklich immer weiter in den Wald rein. Es sieht richtig crazy spooky aus. Alter, das sieht so geil aus, die Kamera hier. Rechts von uns ist schon der See. Ich glaube, an dem See campen wir nicht, sondern an dem anderen. Also da ist halt ein riesiger See und da ist eine kleine Insel drin, Alter. Genau das ist die Landschaft, wo wir so ein bisschen nachgesucht haben. Wir waren jetzt die ganze Zeit an der Küste. Jetzt haben wir so ein bisschen Bock auf Wälder und Seen, Alter. Und wir werden auch jetzt richtig, richtig far out fahren. Zu einem fucking remote place. Ihr seht ja, hier sind keine Häuser, kein Auto, gar nichts. Vor uns fährt einer. Und irgendwie verfolgt uns seit 10 Minuten hinter uns einer mit einer Waffe. Schweden, ne? Ich glaube, das wird echt sick. Ich meine, das Wetter ist gerade richtig umgeschlagen. Es war eben 22 Grad, jetzt ist es nur noch 40 Grad. Es geht kontinuierlich runter. Wir fahren immer tiefer in diesen nebligen Kuschelwald rein. Ich habe gehört, Tobi, dass hier die meisten deutschen Camper einfach sterben. Holy fucking Bro! Da war gerade, ungelogen, ein riesiger fucking Elch mitten auf der Straße. Das war kein scheiß Hirsch, das war ein riesiger Elch mit so einem Geweih, Alter. Ey, wir sind schon durch Finnland ja oben gefahren, durch Lappland und da haben wir ein paar Elche gesehen bei dem Nordtrip. Juckt die nicht! Aber holy shit, war der riesig, Alter. Ich glaube wirklich, das, wo wir jetzt hinfahren, das ist dieses andere Outdoor-Ding. Weißt du, was ich meine? Mann. Guck dir diese gruselige Kirche hier an und dann hier der See. An diesem See werden wir irgendwo campen. 10 out of 10 fucking insane creepy, oder? Holy shit. Das Junge, ist Junge, Welt. Junge. Tobi hat Geburtstag. Er will schreien. Hier ist einfach so ein Schild. Nachbarschaftswache gegen Einbrecher. Oh, stell dir vor, wir werden heute Abend von so Nachbarschaftswachen geradet, Alter. Wie so ein Saune kaputt schlagen. Aber die soll uns ja helfen. Guck mal, da steht LKWs verboten, Digga. Ja, fahr mal rüber über diese kleine wackelige Brücke.
50. Okay, wir haben den Parkingspot for the night gefunden. Der ist doch eigentlich ganz schön gruselig. Was guckst du mich so an? Wir werden hier sterben. Ja. Ich mach mir mal Kartoffeln. Bratkartoffeln. Ich glaube, das ist hier echt ein relativ safer, ein guter Spot. Ich finde es auch gar nicht so gruselig, wie es gerade aussah. Alles. Nee, es geht auch. Jetzt, wo die Sonne wieder ein bisschen da ist, ist es echt in Ordnung. Ich glaube, es war einfach eben die Mut so. Komm, wir schneiden zum Essen. Let's go. Geburtstagskind, ne? Wie oft kannst du es noch sagen? Es gibt verbrannte Kartoffeln mit ein bisschen Gyros und dazu Zwiebeln und... Bier mit Gewürzketchup. Das kriege ich gern und esse ich gern zum Geburtstag. Jetzt gibt's erstmal Happy und ein Bira, ne? Bira! Bira!